Wenigstens hat der Kleine seine Lektion gelernt, ist ja mehr als heutzutage manchmal bei den Jüngeren. Ich bin die Lara. So, wir haben jetzt aber, glaube ich, auch genug Zeit in diesem Dorf verbracht, würde ich sagen. Obwohl, eigentlich nein. Sag ich ganz ehrlich. Ich könnte hier noch viel mehr machen. Ui, nein, da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Das mache ich über den Seeweg. Ich will hier noch... Ich bin ja noch nicht fertig. Ist es langweilig? Ja. Sag ich ganz ehrlich. Da bin ich voll auf eurer Seite. Wir werden auch mehrmals in diesem Dorf hier noch rumeiern. Aber ich sag ganz ehrlich... ich will es trotzdem so gründlich wie möglich beim ersten Mal machen, dann habe ich es beim zweiten Mal viel einfacher. Ach Mist. Ups. So. Schaffe ich das? Nee, ich gehe noch einmal Luft holen. Und jetzt geht's los. Kann ich mich aber auch beeilen. So, was habe ich denn gefunden? Die auffälligen Verzierungen dieses Feuerbohrers deuten darauf hin, dass er für die Neufeuerzeremonie gedacht war. Ein aztekisches Neujahrsfest, an dem 5 Tage lang gefastet, Aderlässe durchgeführt und Opfer dargebracht wurden. Der Feuerbohrer wurde auf der Brust der frisch Geopferten platziert und entzündete mit seinen Funken ein großes Freudenfeuer, das wiederum die Flammen jedes nahen Tempels nährte. Dieser Bohrer scheint allerdings nie benutzt worden zu sein. Seine Rillen weisen keinerlei Blutspuren auf. Na gut, das ist gut. Alter, wird so ein Feuerbohrer auf die Brust gelegt und das Erste, was du machst? Nee. Gut, wir haben doch sehr viel jetzt erkundet eigentlich. Aber trotzdem noch nicht alles. Deswegen werde ich diesbezüglich weitermachen. Ich mir mal so die App angucke, haben fast alle abgeschaltet. Ich nehme an, Justin, bist noch da. Blub hat nicht Tschüss gesagt. Die Misukina hat nicht Tschüss gesagt. Schade. So. Jetzt kann ich hier oben das Gebiet nochmal erkunden. Vielleicht finde ich ja noch was, wo ich nochmal so einen Sprung machen kann. Dann habe ich den Kram nämlich auch hinter mir gebracht. Von da kam ich. Hier lang geht's. Oder kann's gehen. Hier war ich schon. Okay. Kann ich den Monolith jetzt lesen? Nein, kann ich nicht. Ist mir egal, ob das in der heutigen Zeit so ist oder nicht. Ist in der heutigen Zeit so ist, sich zur Begrüßung in die Eier zu treten, heißt nicht, dass ich das weiterhin mache. Zumal es in der heutigen Zeit, musste auch einfach sagen, in der heutigen Zeit ist das nicht so. Es ist einfach so, dass das, dass die meisten Menschen online einfach sagen, okay, ich bin hier anonym, ich muss mich an solche gesellschaftlichen Regeln nicht halten. Oder aber es sind halt viele Leute auch Dingsbums, die einfach solche gesellschaftlichen Regeln fern sind, weil sie selbst gerade nicht... Sind alle jungen Leute verrückt geworden?
Siehste? Sie springen wie Ziegen durch die Anhöhen über dem Dorf. Todesangst kriegt man. Hoffentlich hast du deine wilde Zeit hinter dir. Noch nicht, fürchte ich. Natürlich nicht. Aber das wirst du noch. Genau wie diese Kinder. Irgendwann wird es ihnen zu langweilig. Irgendwann. Ist das so? Wird Achterbahn irgendwann zu langweilig? Ich sag ganz ehrlich, nö. So ein bisschen langweilig, dass man sich dabei meistens nie was tut. Weil die Leute alle Schiss haben. Auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite... So, hier rüber will ich. Alles klar, ja, müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ob ich mir da jetzt irgendwie nochmal fett irgendwelche Spiele neu zulegen möchte. Ich habe eigentlich Strategie-Games genug. Aber bei den Strategie-Games ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass die DLCs das eigentliche Game ausmachen. Problem allerdings ist halt, dass besagte Spiele, dass diese DLCs diese Games halt teuer machen. Und wenn man halt kein Freund von diesen Spielen ist, ist halt die Frage, möchte ich das ausgeben oder nicht. Naja, wie gesagt, könnt ihr aber beim, wenn ihr Freund von rundenbasierten Strategiespielen seid, könnt ihr beim General mal vorbeischauen. Mir sind sie halt alleine einfach zu langweilig. Deswegen spiele ich ganz selten Strategiespiele. Vor allem alleine im Stream oder so. Also wirklich komplett alleine, ohne mit zwei, drei Mann. Noch zusätzlich dazu, weil dafür sind sie mir einfach wirklich zu langweilig. Diese zeremoniellen Keramikgefäße werden zur Lagerung von Maisbier oder Chicha genutzt. Maisbier, geil. Der Boden dieser Urpu läuft normalerweise spitz zu, um die Umfüllung in kleinere Ausschankbehälter zu erleichtern. In meinem Channel hast du schon lange Werbung. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Ich habe ja eigentlich auf meinem Channel auch Werbung für Zeldri, muss ich aber rausnehmen. Achso, den kann ich noch nicht. Weil das immer nur einseitig ist. Gut, den Monolith kann ich noch nicht. Hier gibt's noch nichts. Hier auch noch nicht. Gut. So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Nö. Was ich sagen wollte, auf meinem Channel gibt es ja auch Werbung für ein Zeldri, aber das ist immer nur eintönig. Bedeutet, er konsumiert gerne, macht aber selbst nichts. Von daher werde ich den empfohlenen Channel mal wieder rausnehmen. Weil irgendwo muss das ja auch nicht sein. Hallo! Die Sprünge habe ich aber alle gemacht, ne? Herausforderungen habe ich. Was ist hier? Hier kann man nämlich einen Sprung vollführen und dann habe ich den Geschiss, habe ich das Geschiss auch gemacht. Das mache ich jetzt auch. Dauert ein bisschen, aber dann ist das so. Nach links. Ups. Ja, hier hoch. So, wenn ich da runterspringe, habe ich das ja die Herausforderung auch geschafft. Das ist wunderbar. Hier muss ich sowieso später nochmal rein und lang. Von daher, meh. Trotzdem. So, springen B. Turmsprung. Hui, super.
Es war aber tief. Hätte ich mich jetzt doch nicht getraut. Aber die Lara... So, dann haben wir alles. Hier gibt es noch was. Hier gibt es noch einiges. Will ich da durch? Ich würde sagen, ja. Die Frage ist, wie komme ich da durch? Rechts halten, hier hoch. Kann ich hier? Ja. Gut. Und dann nach da. Und dann hier hin. Gut. Durch den Matsch. Stell mal vor, das wäre scheiße und kein Mann. Nein. Nein, das machen wir nicht. Super. Neues Gebiet. Wunderbar. Das geht. Ich glaube, da waren wir schon. So halb. So, neues Basislager entdeckt. Fähigkeitspunkt. Dafür brauche ich 3. Ich habe 4. Beute der Krähe, Schalter, Kauf von Munitionsressourcen. Jawohl! Köcher der Wespe, wunderbar. Anmut der Krähe, erzählen Sie durch falschen bessere... Oh, geil. Gibt so viele Sachen, die ich gerne hätte. Kann ich da nicht irgendwie tricksen? Ach, scheiße. Gut, wie komme ich da hoch? Gibt's da... Ja, okay. Ich weiß, wie ich da lang gehe. Ah, hier habe ich den kleinen Zwerg getroffen. Gut. Hier gibt's also noch einiges zu entdecken. Ich habe den Ort gefunden. Er ist verborgen und schwer zugänglich. Wir scheinen dort sicher vor den Fremden zu sein, die uns in die Sklaverei zwingen wollen. Super. Dann haben wir doch schon wieder einiges gefunden. Wieder ein paar Gebiete markiert. Wir müssten eigentlich jetzt mittlerweile alles... fertig haben. Also genug, dass wir jetzt in der Regel überall lang gehen können. Auch das müssten wir jetzt mittlerweile freikriegen. Schön. Lopez Ankunft. Wer ist denn Lopez? Jennifer? Die Trinity gegeben hatte als korrekt erwiesen, war es ein leichtes, die verborgene Stadt zu finden. Allerdings vertrauten uns die Einheimischen nicht und ließen uns nur mit vorgehaltenen Speeren in die Stadt. Es gab einen Tumult unter den Einwohnern, der, wie wir später erfuhren, darauf zurückzuführen war, dass einen Monat zuvor eine Gruppe Inka dort eingetroffen war. Lopez erzählte ihnen, wir wären aus der spanischen Armee desertiert, da wir die Zerstörung, die sie verursachte und weiterhin verursachen würde, nicht länger mit unserem Gewissen vereinbaren könnten. Außerdem würden wir mit Freuden all unsere Güter gegen ein, wenn auch nur vorübergehendes, Obdach eintauschen. Nach einigem Zögern erlaubten sie uns, in der Stadt zu bleiben, solange wir unsere Rüstungen und Waffen in einer kleinen Hütte außerhalb der Stadt ließen. Den Männern gefiel das nicht, weshalb wir uns darauf einigten, 2 von uns zur Bewachung der Ausrüstung zurückzulassen. Gut. Dafür habe ich nicht genug Platz. Money? Wunderbar. Gut, wunderschön. Nee, komm, den lassen wir in Ruhe liegen. So, könnten wir hier hin? Krypta? Jo, da würde ich gerne hin, in die Krypta. Die Frage ist nur, wie...
komme ich in den Eingang. Da ist noch was. Die kann ich aus... Money, Loot und... Jede Gruppe, die Khan verlässt, muss besondere Vorkehrungen treffen, Dokumente. Um ihre Spuren zu verwischen. Wir stehen kurz vor dem Ziel und das Letzte, was wir jetzt brauchen, sind Scharen von Touristen, die versuchen, als Erster ein perfektes Selfie in der Stadt zu schießen. Gab es damals schon Selfies? Der Eingang der Krypta ist relativ oben. Ist die Frage... Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. So, nach oben. Ich muss noch einen von diesen hängenden Ankerstegen irgendwie finden. Ist das die Krypta? Ja, super. Ist das die, die ich glaube? Ich glaube aber nicht. Hat keiner gehört und keiner gesehen. Und trotzdem wird es nicht übersehen. Das Wasser sieht tief genug aus. Ja, aber ich will da noch nicht rein. Gibt doch bestimmt noch einen anderen Weg. Siehst du? Hab das doch gewusst. Ich kann nur etwas mit Jade entziffern. Die haben wir aber schon gefunden. Was haben wir hier? Sieht aus, als wären hier die Toten begraben werden, eine Grabstätte oder so. Das könnte ein Nachruf auf die Menschen sein, die hier bestattet wurden. Überlebensversteck. Och nee. Nee, 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 nee. Ich glaube, ich weiß was. Die Musik gefällt mir nicht so. Gut, ich würde natürlich viel schneller runtergehen. So. So, holen wir nochmal Luft. Ja, was gefunden. Das sind der König und die Königin von Mictlan. Unterwasser natürlich. In der aztekischen Mythologie. Mictlan Tecuhtli war unter den mit dem Tod assoziierten Göttern der bedeutendste. Er wurde häufig als Skelett mit Augäpfeln dargestellt und nahm sich unter anderem der Seelen der Verstorbenen an. Seine Gemahlin... stand im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zu Ehren der Toten, den Vorläufern der modernen Dia de Muertos-Tradition. So, hier gibt es noch ein Wandgemälde und ein Relikt.
So, das wird interessant. Das Wandgemälde ist weiter oben. Einfach durch erstmal. Hier war vor kurzem schon jemand. Ganz schön dunkel. Sollen wir die Lampe anmachen, Lara? Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ich bin froh, dass ich mir das versteckte Messer geholt habe. So. Der ist etwas weiter oben. Okay. Das Überlebensversteck ist irgendwo da unten. Ich würde gerne das Wandgemälde. Das ist oben. Ich probiere mal was. Ich will mal gucken, ob ich dieses Überlebensversteck irgendwie noch kriege. Juppadi und juppado, mit der Lara tauchen macht mich froh. Gut, 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 gut. Aha. Na, haben wir doch schon was gefunden. Gut, kann ich noch ein bisschen weiter? Nein, das Überlebensversteck ist hier. Lass mich raten, das ist hier unten. Ja. Super, war gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Mehr gibt es hier, glaube ich, unter Wasser auch nicht. Und jetzt kommt das Wandgemälde dran. Gut, war nicht das, was ich gedacht habe. Aber ich glaube, das hatte ich schon hinter mir. Gibt nämlich auch Unterwassersachen, wo du dich vor Piranhas so einen Scheiß verstecken musst. Ich denke mir so, oh, ernsthaft muss das sein. Na komm, das schaffst du, Lara. Jetzt hier hoch. Das hier habe ich gesucht. Schön. Dann auf. Das andere Wandgemälde noch genommen. Ja. Mankos Stiefel. Ich gucke einfach mal, wie es halt läuft. Und ja, später kommt halt noch genug Alles Action. Voll. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, da kann ich aber nichts machen. Das ist halt so. Ich weiß nur nicht warum. Ich habe nichts geändert diesbezüglich. Also müssen wir mal anhören. Müssen mal gucken, wie sich das anhört. Von daher. Hallo, hallo, hallo. Ne, jetzt ist eigentlich wieder weg, ne? Test, 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 test.
kann ich nichts machen. Ich weiß nur nicht warum. Eine Sache weiß ich. Das Dingsbums. Dass Shadow of the Tomb Raider immer Probleme mit Dingsbums hat. Mit dem Sound. Immer. Das war auch, als ich privat mal gespielt habe, habe gemerkt, ja, blöd gelaufen. Ich weiß nicht, ob es an Shadowplay liegt. Ich weiß nicht, ob es an Tomb Raider liegt. Ich weiß nur, dass ich mit den Möglichkeiten, die ich hier jetzt habe, die ich besitze, mit dem... Möge Chucky einen Umhang aus feinster Wolle für uns bereithalten, sobald wir die jenseitige Welt betreten. Ich kann diesbezüglich einfach nichts machen. Das ist traurig, das ist schade, aber ich habe keine Möglichkeit, diesbezüglich da irgendwas zu ändern, zu verbessern oder sonst was. So ist es einfach. Das ist wie ein Bug und ein Fehler im Spiel, wo du einfach nichts machen kannst. So, ich bin jetzt hier durch. Sieht ganz gut aufgeräumt aus, muss man sagen. Ich glaube, so viel mehr. Wir haben gut was weggeholt. Da wäre noch was zu holen. Da wäre noch was zu holen. Da noch was. Ja, vielleicht mache ich das ein andermal. Also es muss jetzt nicht so dringend sein. Ich will jetzt mal mit der Story ein bisschen weitermachen. Gut, noch ein bisschen Money gefunden. Bam, bam, bam. Jo, jetzt gehe ich erstmal wieder zurück ins Dorf. Und... Gut, hier könnte ich natürlich... Da habe ich ein Dokument vergessen? Ernsthaft? Warte mal, kann ich hier irgendwo eine Schnellreise machen? Bestimmt. Fertigkeitspunkt habe ich einen. Okay, hier kann ich irgendwas Neues machen. Hier ist ein Upgrade verfügbar, dann ist der auch fertig. Die ist auch jetzt fertig. Wunderbar. So, was haben wir hier? Super. Hier war was, ne? Ich reise jetzt mal von Basislager zu Basislager und guck mal, was ich noch in der Nähe so reinkrieg. Und ja, dann machen wir auch irgendwann mal mit der Story ein bisschen weiter. Das ist so ein bisschen schade bei Shadow of the Tomb Raider, dass ich ja, dass das am Anfang genauso der Fall ist. Manchmal denke ich, dass ich weitermachen muss und dass ich alle enttäusche, wenn ich nicht weitermache.
Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Ich muss jetzt los. Ich bin die Einzige, die... Die Einzige, die was?